Guten Morgen, Kollege. Heute fährst du den 5861 nach Königsberg. Sobald der P2211 ausgefahren ist, fährst du auf deine erste Wagengruppe im Ladegleis 1. Eine weitere Wagengruppe bekommst du in Bad Lobenstein dazu. Und damit eine gute Fahrt. Und gleichzeitig auch hallo und herzlich willkommen auf einer fiktiven Strecke im Thüringer Bergland, besser gesagt im Thüringer Wald, wie auch nämlich die Strecke benannt worden ist, vom lieben Oberheizer. Und ich freue mich heute besonders darüber, dass wir zum ersten Mal auf dieser Strecke unterwegs sind. Wir haben uns heute die Baureihe 108 der DDR-Reichsbahn, also der Deutschen Reichsbahn, geschnappt und ja, dürfen heute eine Runde mit der V100 fahren und werden dazu erst einmal das Fahrzeug ja, so präparieren, dass wir gleich als Rangierfahrt durch den Bahnhof von Reichenbach durchfahren und genau, da unsere erste Wagengruppe ankuppeln. Vor uns steht hier schon das Wartezeichen, auf das müssen wir auch warten, beziehungsweise bis da das RA12 gleich leuchtet. Wir lassen erstmal das schöne U-Boot hier aus dem Bahnhof ausfahren, die 219 ist es in dem Fall, genau, die nicht überarbeitete Version. Ja, wunderschön, das U-Boot einfach noch in den alten Farben und hinten dran von der Deutschen Reichsbahn die Personenwagen. Ne, auch an der Stelle nochmal der Hinweis, es handelt sich wie gesagt um die DDR-Reichsbahn, also um die Staatsbahn, die ja, in der deutschen nicht in der deutschen Bundesrepublik, in der deutschen Demokratischen Republik dominierend auf der Schiene war und nicht um die Reichsbahn vor 1945. Das war dann nämlich die Reichsbahngesellschaft und wir haben jetzt hier quasi die Nachkriegseisenbahn, um das jetzt mal geschichtlich ganz einfach auszudrücken. Wir sitzen gerade im Führerstand, wollen uns aber gleich hier drüben hinsetzen, auf den anderen Stuhl. Deswegen wechseln wir hier einmal ganz kurz durch, weil wir die Fahrtrichtung ja, einmal umkehren müssen. Außerdem schalten wir uns die Instrumentenbeleuchtung hier drinnen an. Dann die Führerraumbeleuchtung bzw. Pultbeleuchtung. Die war, glaube ich, hier oben irgendwo versteckt, genau. Und dann, ja, während der Rangierfahrt brauchen wir noch keine PZB. Die können wir weglassen, aber wir wählen schon mal die Vorwärtsfahrt hier aus. Dann am Führerbremsventil geht es in die Lösestellung. Licht haben wir eingeschaltet, der Motor läuft auch schon und genau, am Wartezeichen leuchten auch schon die weißen Lämpchen fürs RA12. Wir schalten in die erste Fahrstufe, lassen das Getriebe vorfüllen und dann geht es für uns langsam aus dem Stumpfgleis raus. So, dann können wir auch ruhig in die erste und zweite Fahrstufe gehen. Die erste ist immer so zum Vorfüllen des Getriebes und wenn wir dann hier unsere 25 erreicht haben oder leicht drüber sind, dann können wir die Leistung wieder abschalten. So, ein bisschen reingebremst mit der Lokbremse. Genau. Wir rollen jetzt schön entspannt hier durch den Bahnhof durch und gucken mal, was das Signal dort vorne für uns offen hält. Wenn wir Glück haben, denkt unser Fahrdienstleiter mit und stellt uns da gleich noch die Rangierfahrt bis in die Abstellgruppe hier hinten, wo wir die Wagen gleich ankuppeln werden. Genau, also hier auch die gesamte Strecke ist im Stil oder im Charme der DDR gehalten worden. Man hat hier versucht, so ein bisschen den ja, zeitgenössischen Charme nachzubilden. Wir befinden uns aktuell hier im fiktiven Bahnhof von Reichenberg. Und bitte nicht wundern, auch wenn es die Ortsnamen teilweise auch in der Realität gibt und vielleicht auch das ein oder andere der Realität entspricht, so ist dennoch die gesamte Strecke fiktiv und ausgedacht. Quasi so, dass man ja, viele schöne Erinnerungen aus der Realität hier übernommen hat. Zumindest so denke ich mir, ist das vom Streckenersteller gewollt gewesen. Und man daraus eben eine ja, schöne neue kompakte Strecke zusammengebastelt hat. So, da vorne sind schon die zwei Schlusstafeln, die Zugschlusstafeln. Wir müssen mal ein bisschen reinbremsen, damit wir hier nicht mit 25 auf die Wagen auflaufen. Das war ein bisschen sehr hart. So, das passt perfekt. Mit ja, ungefähr 1 bis 2 km/h sind wir auf den Wagenpark aufgelaufen.
Das ist eine normale Geschwindigkeit, mit der man ja noch an die Wagen dran dippen kann, so sage ich es jetzt mal. Aber man kann das auch deutlich angenehmer gestalten, das Heranfahren. Genau. Ja, was haben wir für Wagen? Wir haben in dem Fall hier erstmal zwei Wagen, genau, vom Typ GBS. Die sind von der Deutschen Bundesbahn und die sind eben ja hier quasi auch in den Osten Deutschlands gekommen. Die Strecke bildet, glaube ich, so den Stand ungefähr der 70er Jahre nach. Und ja, da hat man jetzt eben hier auch schon grenzüberschreitende Güterwagen mit reingebaut in das Szenario. Kann man auch hier zum Beispiel an der Bezeichnung ganz schön sehen. Da steht dran REV Europe. Das ist quasi ein ja, internationales bzw. eine europäische Rechtsvorschrift, die halt die Interoperabilität von Güterwagen geregelt hat. REV steht an der Stelle für Regolamento Internationale Veicoli, war das, glaube ich. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob das wirklich so ausgesprochen wurde. Und genau dieses REV-Abkommen sollte halt dafür sorgen, dass gewisse Standardisierungen im Güterverkehr eingeführt werden bei den Wagen. Und die Wagen, die eben über ein ja, solches Kennzeichen wie auch der hier verfügen, die konnten dann ja, gewissermaßen grenzüberschreitend eingesetzt werden. Ja, so ein bisschen geht es auch hier auf diese Balken an der Seite zurück, wo man hier diese Kennzeichnungen hat, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Da geht es unter anderem auch um Bremssysteme. Aber genau, wir wollen jetzt hier keine Güterwagenkunde machen. Wir haben hier drei gedeckte Güterwagen, zwei von der Deutschen Bundesbahn, einen hier von der Deutschen Reichsbahn, sehen wir hier am DR-Kürzel. Hinten dran hängen noch zwei Güterwagen vom Typ RES wahrscheinlich. Genau. Ja, ist hier so ein bisschen abgedeckt von der Runge. Da sind so Klapprungen dran. Und da geht auch schon der Bahnübergang gleich zu. Da wird ein anderer Zug gleich kommen. Genau, wir sollten uns hier auch mal ein bisschen sputen und nicht so viel rumtrödeln. Wir setzen uns wieder auf die Lokomotive drauf, wechseln einmal den Fahrstand, gehen hier rüber, verlegen den Fahrtrichtungssender in Vorwärtsposition, lösen die Bremse, also sowohl die Druckluftbremse vom Zug als auch die Lokbremse. Haben da vorne schon die Freigabe zur Rangierfahrt und unser Ausfahrsignal steht, glaube ich, auch schon in Fahrtstellung. So, dann schalten wir mal Zugkraft auf. Erstmal wieder Getriebe füllen. Und ganz wichtig noch, das kann man leicht vergessen: Spitzenbeleuchtung. Dreiweise Lichter in Fahrtrichtung vorne bitte. Und dann geht's hier aus dem Betriebsgleis bzw. Abstellgleis heraus. Sperrsignal gibt uns die Fahrtfreigabe. Und auch sehr schön hier drüben. Da kommt eine andere V100 angezischt. Baureihe 112 der Deutschen Reichsbahn. Hinten dran wieder die typischen Personenwagen. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, ob das BG-Wagen waren. Oder BGHW etc. Auf jeden Fall die in dem schönen Tannengrün. So, und dann geht es jetzt für uns von einer Rangierfahrt in eine Zugfahrt über. Wir dürfen ausfahren mit 40 km pro Stunde. Da vorne steht noch eine Weiche auf Abzweig. Also geht es für uns hier rüber und dann ja wahrscheinlich auf die untere Strecke in dem Sinne. Ich weiß auch jetzt gar nicht, wo wir genau hinfahren. Also ich weiß nur, dass wir halt den Fahrplan haben und dass wir eben ja, mit unserem Zug nach Bad Lobenstein sollen und in Bad Lobenstein dann eben ja, die Wagen abkuppeln dürfen. Oder beziehungsweise erstmal hier die Wagen ankuppeln und dann wahrscheinlich an irgendeiner Laderampe wieder abkuppeln. So, und wir trudeln jetzt hier ganz gemütlich erstmal mit 40 aus dem Bahnhof raus. Wenn wir alle Weichen und den Bahnhof hinter uns gelassen haben, dann können wir auf Strecke in Höchstgeschwindigkeit beschleunigen. Wo die liegt, naja, das sehen wir gleich. Muss ich im Head-Up-Display abrufen, weil ich bin A hier nicht streckenkundig und B habe ich auch keine Informationen irgendwie an der Strecke, die uns eine Geschwindigkeitsinformation geben. Hier sind keine Geschwindigkeitstafeln aufgestellt, oder noch nicht zumindest. Genau, dann dürfen wir mit 60 fahren. Mit 60 in Richtung Bad Lobenstein.
Ich sehe gerade, wir haben hier hinten noch das andere. Ja, andere Spitzenlicht angehabt. Wir wollen nur drei weißen Spitzenlichter an der Front. Genau. Oder an der Spitze des Zuges, um es so zu sagen. Ach, und siehst du, weißt du, was wir vergessen haben? Die PZB einzuschalten. Aber das ist gar nicht mal so schlimm, weil es gab damals auch bei der Deutschen Reichsbahn durchaus einige Fahrzeuge, die noch keine PZB bzw. damals eben Indusi hatten. Von daher, ja, ist es eigentlich gar nicht mal so falsch, dass wir hier, gut, jetzt in dem Fall mit abgeschalteter PZB fahren, aber damals hatten die Lokomotiven eben teilweise noch gar keine PZB oder Indusi verbaut. Und die Indusi ist ja so der Vorreiter, auch wenn es auf demselben System basiert, von der PZB, von der heutigen PZB 90. So, 80 dann hier. Geschwindigkeit wird heraufsignalisiert. Und dann geht es hier an einem wunderschönen Stausee vorbei. Das schaut richtig schön aus. Ja, und gerade mit Bad Lobenstein, das passt natürlich auch zur Talsperre, die dort an der Strecke liegt, an der Sormitztalbahn. Ja, das ist ja so, aus Bad Lobenstein so die Strecke von Saalfeld raus über Hockeroda, Wurzbach mit der Spitzkehre und dann eben hoch nach Bad Lobenstein. Aber auch das hier, ne, das ist alles fiktiv. Das hat nichts jetzt mit der Strecke in dem Sinne zu tun. Aber trotzdem ziemlich schön, was auch zur Strecke passt, sind einfach die großen Gewässer. In dem Fall halt bei der echten Strecke die Talsperre. Ich dachte jetzt ganz kurz, hier vorne kommt ein österreichisches Vorsignal. Wegen den zwei waagerecht stehenden gelben Lämpchen. Aber nein, es ist ein BÜ-Signal. Ein BÜ-Ankündigungssignal, was hoffentlich genau auf BÜ1 geht. Ja, was die Ausstattung der Strecken und der PZB angeht, und der Fahrzeuge mit PZB Indusi, muss man tatsächlich sagen, dass es bei der Deutschen Reichsbahn länger gedauert hat als bei der Deutschen Bundesbahn. Die Bundesbahn war der, ich will nicht sagen eher auf Sicherheit bedacht, aber hat eher mit einer flächendeckenden Ausrüstung begonnen. Und man hat es bei der Deutschen Reichsbahn eben auch lange Zeit so gehabt, dass auf einigen Fahrzeugen eben gar nicht solche Sicherheitsmaßnahmen oder solche Zugsicherungssysteme installiert waren. Und genauso wenig dann eben auch an einigen Strecken. Man hat es dann quasi so gemacht, dass man zuerst die Hauptstrecken ausgerüstet hat, die Fahrzeuge, die sowieso neu in den Schienenverkehrsmarkt reingekommen sind. Gerade wenn ich da an die Baureihe 143 denke, 156, also gut, damals 243 und 256 meine ich. Wobei, war das 256? Ich bin mir da immer bei der Reichsbahnbezeichnung unsicher. Auf jeden Fall die heutige Baureihe 156. Die ist ja auch damals mit PZB Indusi ausgeliefert worden direkt. Da hat man das ja nicht nachgerüstet. Aber gerade wenn man sich mal die Ludmilla anguckt, die Lokomotivfamilie der Baureihe 232, da sieht man eben auch, ja, da ist die PZB teilweise nachträglich mit reingekommen. Da hat man ja immer so diese schwarzen Kästchen, wo auch gleichzeitig mit die Geschwindigkeit drin angezeigt worden ist. Und da hat man dann gleich die PZB mit reingebaut. So, wir sind immer noch bei 60, perfekt. Fahrt erwarten. Ja, also sollten jetzt hier auch im Streckenbuch irgendwelche besonderen Hinweise gegeben sein, wie man diese Strecke zu befahren hat, dann muss ich da ganz ehrlich passen, weil ich weiß auch nicht, ob es jetzt hier für die fiktive Strecke ein Streckenbuch gibt und ich habe mir das jetzt auch nicht so hundertprozentig genau durchgelesen. Eine Sache ist mir nur aufgefallen, ein oder zwei Assets habe ich wahrscheinlich bei der Installation irgendwie übersehen. Also es könnte hier sein, dass die ein oder andere Milchkanne angezeigt wird, es sollte aber ja eine verschwindend geringe Anzahl sein, die hier vielleicht nicht angezeigt wird. Ein Großteil der Objekte, die eben für die Strecke benötigt werden, wird angezeigt werden. Da
also keine Sorge. Den Bahnhof von Bad Lobenstein sehen wir noch nicht. Das sind noch 2,8 Kilometer. Oh, das ist aber dann tatsächlich eine... Ach nee, es geht noch weiter. Sehr schön. Es geht nicht nur bis nach Bad Lobenstein. Ja genau, in Bad Lobenstein kuppeln wir ja wahrscheinlich nur den anderen Zugteil an. Ach, auch sehr schön. Hier unten die zweigleisig elektrifizierte Hauptbahn. Da hinten steht aber noch... Ach okay, das sind irgendwelche Spline-Objekte wahrscheinlich. Habe ich da hinten auch gerade eine Burg gesehen? Oder war das eine optische Täuschung? Nee, da ist da... Da ist tatsächlich eine Burg. Sehr schön. Das gefällt mir noch gut. Also wirklich, das ist so... Ich sag mal Thüringer Idylle. Einfach Wald. Thüringer Wald. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gebirgische Landschaft. Wobei der Thüringer Wald, ich glaube, auch zu den Mittelgebirgen zählt. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, es ist ein kleines Gebirge. Ja, auf der rechten Seite wieder die Felsformation mit dem kleinen Teich oder See. Richtig schön. Ich habe so das Gefühl, wir werden etwas zu schnell. Deswegen gucken wir mal rein. Ja, 65 fahren wir schon. So, und Bremse wieder auslösen. Beziehungsweise, was heißt Bremse auslösen? Wir können den Zug eigentlich gleich eingebremst lassen. Halter warten. Und natürlich normalerweise jetzt, wenn PZB eingeschaltet ist, PZB wachsam. Das ist jetzt auch das Schöne für uns. Wir brauchen uns an keine Bremskurve zu halten. Na, auf der einen Seite ist natürlich Sicherheit, wenn man so eine Bremskurve im Nacken hat, die einen da überwacht. Auf der anderen Seite ist es ein ja, sehr, sehr freies Fahren, wenn man ohne PZB und ohne Indusi fahren darf. Das ist durchaus sehr angenehm. Muss ich einfach mal so sagen. So, hier rechts und links gucken. Schienenfahrzeuge haben sowieso Vorrang. Aber dennoch, es gilt die allgemeine Verkehrssicherungspflicht. Gut, ich weiß nicht, ob das bei der Deutschen Reichsbahn damals auch schon so war. Aber auf jeden Fall gilt das heutzutage bei der Eisenbahn. Dass man trotzdem zusehen sollte, dass man eben die anderen Verkehrsteilnehmer ja, warnt. Das sieht so schön aus. Da muss ich ganz kurz mal hier drüben ans Gleis ranfliegen. 243 mit Dostowagen hinten dran. So, was macht unser Zug? Hoffentlich stehen bleiben. In Bad Lobenstein sind wir schon. Auch sehr schön, wie groß der Bahnhof hier ist. Quietschen. Das ist toll. So. Und dann, ja, herzlich willkommen in Bad Lobenstein. Der Bahnhof schaut auch in echt nicht so aus. Er ist auch nicht elektrifiziert. Ich sag das schon mal vorweg, bevor jetzt hier gleich die Kommentare reinrasseln. Bad Lobenstein sieht doch anders aus. Wie gesagt, es ist eine fiktive Strecke. Man hat hier ja, einige Sachen nachgebildet, andere Sachen eben nicht. Das ist dann künstlerische Freiheit. Schieben Sie zurück in die Holzverladung und kurbeln Sie dort die stehende Wagengruppe an. Alles klärchen. Wir schalten uns jetzt trotzdem noch die PZB ein. Damit das... Oder wobei, fürs Rangieren nicht, aber nach dem Rangieren dann. So, Fahrtrichtungsrenne in Rückwärtsstellung. Da drüben, oh schön. Kommt ein Zug von der Deutschen Bundesbahn durch. Reichsbahnlok vorne dran. 243 wieder. Aber dann eben Bundesbahnwagen. Mit Gepäckwagen oder Halbgepäckwagen sogar. Sehr cool.
So, wir haben die Fahrtrichtung sind auf rückwärts gestellt. Gut, dann wechseln wir noch mal ganz kurz den Fahrstand. So. Bremse auslösen. Getriebe füllen. So, sie setzt sich langsam in Bewegung. Bei der echten Lokomotive verändert sich dann normalerweise so ein bisschen ja, das Geräusch. Das hört man oder das spürt man, wenn die Lokomotive gefüllt hat, also das Getriebe gefüllt hat. So, und per RA12 geht es am Hauptsignal vorbei. Die Spitze des Zuges, ja, haben wir mehr oder minder besetzt. Ach, guck mal, da hängt am Hauptsignal auch noch eine Geschwindigkeitstafel dran. Mit 60 darf hier maximal gefahren werden als Zugfahrt. Als Rangierfahrt werden wir diese Geschwindigkeit nicht erreichen. Ich sag's gleich vorweg. Ah, cool. Man hat hier auch die 25 mit eingetragen. Wahrscheinlich für den Fahrweg, weil der sowieso nur als Rangierfahrt befahren werden wird. So, wir drücken mal auf die Hupe. Auch wenn jetzt, ich weiß gar nicht, stand hier nochmal eine Pfeiftafel eigentlich? Wir gucken gleich nochmal beim Umsetzen. So, jetzt das Ganze schön fein dosieren. Nicht mit zu hoher Geschwindigkeit auflaufen. Ja, ich denke mal, für die Simulation wird das so gemacht sein, dass wir mit der Lokomotive hinter dem Sperrsignal sind. Dann haben wir da hinten noch ungefähr eine Wagenlänge. Ja, das ist jetzt fein zu dosieren. Man muss da ungefähr so reinbremsen, dass man, ich sag mal, 1 km pro Stunde als Geschwindigkeit hat. Oder ein oder zwei. Also auf jeden Fall das Ganze so dosieren, dass eben die Auflaufgeschwindigkeit relativ niedrig ist. Jetzt haben wir noch 3 Schwellen. Genau. Und das haben wir jetzt so gemacht, dass ich hier die Lokomotive eingebremst habe mit der Lokbremse. Es ist eigentlich unüblich, dass man ja, Wagenzüge nur mit der Lokbremse abbremst. Da wir jetzt aber hier sowieso gerade nur rangieren und ich eben genau das erreichen wollte, dass der Zugverband ja, hier leicht gestaucht ist und er eben dann an den Puffern dran steht, habe ich das Ganze so gelöst, dass die Lokbremse hinten angezogen wurde, die direkte Bremse, weil die eben auch am schnellsten wirkt. Und wir jetzt hier hoffentlich, na, die Kuppelkette einhängen können. Ich lege mal ganz kurz noch die Handbremse an der Lokomotive an per Tastatur. Oder anders. Wir gehen mal ins F4-Menü. Ja, Handbremse bitte anlegen. So. Und dann einmal ankuppeln. So. Vorziehen zum AS. Wahrscheinlich Ausfahrsignal ist damit gemeint. So, hinten dran haben wir dann, ja gut, ein paar sehr neue Wagen vom Typ EANOS. SK dürfte Slowakei sein. Irgendwie, auf jeden Fall was Osteuropäisches. Ich denke Slowakei. Slowenien hatte, glaube ich, ein anderes Zeichen. Genau, auf jeden Fall Wagen, die hier mit Holz beladen sind. Und ganz kurz zur Info, also. Wenn ich schon die neuen Emblems hier dran sehe, das sind eigentlich Wagen, die wahrscheinlich so in den 2000er Jahren, beziehungsweise ja, ab den 2000er Jahren im deutschen Schienennetz unterwegs gewesen sind. Die sind auch tatsächlich in Deutschland unterwegs, das ist richtig, aber ja, eben nicht bei der Deutschen Reichsbahn anzutreffen gewesen. Aber das ist nicht so schlimm, man braucht irgendwie Wagenmaterial, mit dem man hier für die Simulation arbeiten kann und deswegen alles gut. So, wir lösen die Bremsen. Aber, das dürfen wir nicht vergessen, wir müssen noch ganz kurz hier runter und die Handbremse wieder lösen, weil ich die gerade festgelegt hatte. Also über das F4-Menü, man kann hier unten einfach, ne, mit einem Klick da drauf
die Handbremse anlegen bzw. lösen. Oder man macht es eben hier unten manuell. Manchmal macht das auch der manuell, aber das ist eine andere Geschichte. So, Bremsen sind wie gesagt ausgelöst. Und bevor wir jetzt losfahren, Fahrtrichtungswender in die Führerstandeinstellung, PZB einschalten. Und den Rest der Fahrt machen wir jetzt mit aktiver PZB. Na? Im Modus M bitte. Genau, das hat geklappt. Fahrtrichtungswender wieder nach vorne. Führungsventil in Lösestellung. Und los geht's. Und auch hier gilt natürlich wieder für uns, auch wenn hier keine Pfeiftafel für uns separat aufgestellt ist. Wir fahren hier vorne über den Bahnübergang und deswegen pfeifen wir einmal. Ein mäßig langer Ton reicht da aus. Können auch ruhig etwas langsamer machen, etwas vorsichtiger fahren. Weil das ist eben auch so ein Nachteil bei der V100, also allgemein bei dieser Lokkonstruktion mit einem langen Vorbau. Man kann zwar sehr hoch sitzen, hat dadurch einen ziemlich schönen Überblick, aber dieser Überblick beschränkt sich doch eher auf den seitlichen Bereich der Lokomotive. Man kann nämlich nicht wirklich einsehen, was unmittelbar vor der Lokomotive geschieht. Deswegen ist es auch gerade bei Rangierarbeiten etc. wichtig, mit so einer Lokomotive mit Mittelführerstand, dass man eben auch weiß, dass sich vor der Lokomotive niemand aufhält. Insbesondere da kann man natürlich mal pfeifen, bevor man losfährt, beziehungsweise mit mäßiger Geschwindigkeit eben anfahren. Wobei das Beschleunigungsvermögen von Diesellokomotiven mit Mittelführerstand, zumindest in Deutschland, in der Regel nicht allzu hoch ist. Aber trotzdem, es gab schon den ein oder anderen Unfall, der eben auch durch diese Führerstandskonstruktion, durch diesen Aufbau, ich sag mal, begünstigt wurde. So, in Bad Lobenstein geht's jetzt wahrscheinlich durch. Am Hauptsignal müssen wir wahrscheinlich nicht anhalten. Und ich würde es jetzt einfach mal so machen, wie man das heutzutage von der Regelung macht. Wir gehen von einer Rangierfahrt in eine Zugfahrt über. Und das machen wir bitte ab der Zugspitze am Hauptsignal. Da können wir direkt auf die 40 beschleunigen. Genau, weil alle Gegebenheiten oder alle Voraussetzungen für eine Zugfahrt sind erfüllt. Und damit können wir das so machen. Wie da die Regelung jetzt bei der Deutschen Reichsbahn war, muss ich ganz ehrlich passen. Habe ich jetzt keine genaue Antwort drauf. Aber ich denke mal, das wird so ähnlich gewesen sein, beziehungsweise von den Regeln vielleicht sogar etwas freizügiger. Hier vorne auch schön zu sehen, die Lokomotive hat jetzt eine gewisse Temperatur erreicht, bei der eben dann auch die Lüfterklappen aufgehen und die Lüfter eingeschaltet werden. Und dann wird eben durch den Luftstrom, der oben aus der Lokomotive herausgedrückt wird, die Lüfterklappe geöffnet. Insgesamt haben wir zwei Stück da vorne drauf und wir können uns dann sicherlich auch gleich mal angucken noch, wie die zweite Lüfterklappe aufgeht. Entweder sehen wir das sowieso auch aus der Perspektive hier und alternativ natürlich auch dann, wenn wir gleich auf Streckengeschwindigkeit hochgehen. Genau, 100 jetzt hier sogar und dazu werde ich mal volle Zugkraft aufschalten und das damit natürlich noch mehr provozieren, dass vorne die Lüfterklappen sich gleich öffnen. So, ich habe jetzt volle Zugkraft aufgeschaltet und du siehst hier unten die Geschwindigkeit, die ändert sich so allmählich, ganz langsam. Hängt auch damit zusammen, dass die V100 jetzt nicht für den besonders schweren Güterzugdienst konzipiert worden ist. Und wir auf der anderen Seite eben eine schon streckentaugliche Diesellokomotive haben, muss man so sagen. Aber es ist jetzt nicht die Lokomotive, die für lange, schwere Güterzüge über lange Strecken konzipiert worden ist, sondern eher auch eine Lokomotive, die man gut zum Beispiel im Rangierbahnhof beispielsweise einsetzen kann, vor Bauzügen, vor leichten bis mittelschweren Güterzügen und optional dann eben, wenn die Züge auch schwerer werden, in Mehrfachtraktion. Also so, dass die Lokomotiven nicht mehr alleine fahren, sondern eben mehrere Lokomotiven, ob das jetzt zwei sind oder drei,
sei jetzt dahingestellt. Also halt einfach in Mehrfachtraktion. Und gerade auch auf der Strecke zwischen Saalfeld und Bad Lobenstein, da sind viele Holzverkehre unterwegs gewesen und auch bis in die 2000er Jahre. Ah, guck mal, hier vorne. Jetzt hat sich die nächste Lüfterklappe noch mit geöffnet. Genau, auch bis in die 2000er Jahre sind dort lange, lange Zeit noch viele V100er rumgefahren. Allerdings damals schon unter der Federführung von der DB. DB Cargo müsste das damals schon gewesen sein. Ja genau, sollte Cargo sein. Ich weiß gar nicht, ob sie es bis zu Raylion noch geschafft haben. Ich glaube, zu Raylion-Zeiten... Ich glaube, da waren die V100er schon weg von der Strecke. Will ich jetzt aber nicht beschwören. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr lange im Thüringer Wald noch unterwegs gewesen. Wobei das dann auch eher schon in Richtung Frankenwald da geht, aber zählt noch zu Thüringen. Ah, das war aber auch gerade cool. Ach, demnach sind das... Ah, okay. Einfache Blocksignale, ja. Weiß, schwarz, weiß, schwarz. Weißes Mastschild. Ja, das erinnert mich jetzt schon gerade irgendwie an die Saalebahn. Zweigleisig, elektrifiziert durch den Thüringer Wald. Das wäre natürlich auch cool, wenn es irgendwann mal noch den Frankenwald oder die Frankenwald-Rampe für den Train-Simulator gäbe. Also Probstzeller, Hochstadtmarktzeugen, Ludwigstadt und dann einmal runter bis nach Lichtenfels drüben oder gerne natürlich auch Bamberg, Erlangen, Nürnberg. Das wäre schon echt cool. So, Strecken 133 und 120 darf hier theoretisch gefahren werden. Was ich jetzt auch zugegeben nicht nachgeschaut habe, ob wir im Streckengang oder im Rangiergang unterwegs sind. Der Leistung oder der Zugkraft nach zu urteilen, meine ich aber, wir haben den Streckengang drin, weil die V100 doch jetzt ja, wirklich sehr langsam beschleunigt. Beim Streckengang ist die Übersetzung dann eben vom Getriebe so, dass das Fahrzeug ja, zwar höhere Geschwindigkeiten fahren kann, aber eben dadurch ja, weniger Leistung zur Verfügung steht oder weniger Zugkraft. Und man kann sich quasi immer für zwei Optionen entscheiden bei so einem manuellen Getriebe. Entweder die Übersetzung ist so, dass das Fahrzeug zugkraftstark ist. Dafür hat man aber dann keine so hohen Geschwindigkeiten, die man fahren kann, weil sich eben die Umdrehungszahl im Getriebe schon ja, sehr hoch auswirkt. Weil man da eben viele Umdrehungen braucht, aber halt weniger Kraft benötigt, um die gleiche Kraft, die man mit einem, ja, mit einem anderen Übersetzungsverhältnis erwirken kann, auf die Schiene zu bringen. Also der Motor muss in Anführungszeichen weniger Kraft ausgeben, kann aber trotzdem dadurch mehr Kraft umsetzen. Aber als Kontra keine so hohe Geschwindigkeit. Oder der Motor dreht zwar mit höherer Geschwindigkeit, das Übersetzungsverhältnis ist auch so gewählt, ja, dass ziemlich viele Umdrehungen erzeugt werden. Dadurch oder daraus resultiert dann aber wieder, dass der Motor nicht so viel Kraft auf die Schiene bringen kann, er dafür aber schneller drehen kann. Ja, also besonders bei Reisezügen eignet sich dann so ein Streckengang bzw. Schnellgang, würde auch gerne genannt. Ja, das mal so als wirklich vereinfachte Erklärung. Wenn man das genau wissen möchte, kann man sich auch hier wieder ja, mit Übersetzungen oder allgemein mit Getrieben auseinandersetzen. Und da gibt es dann ja, die unterschiedlichsten Varianten. Da ist auch vielleicht mal ganz interessant, sich anzuschauen, wie so ein Schaltgetriebe funktioniert, wie automatische Getriebe funktionieren, also wo eine Automatik die Gänge regelt. So ist es ja bei der Lokomotive hier auch. Also bei der V100 haben wir jetzt keinen Schaltknüppel, wie wir das aus dem Auto vielleicht kennen.
sondern die Lokomotive schaltet das automatisch durch. Das ist schon ein schöner Brummer. Gerade auf das Orange. Wobei ich das heute ehrlich gesagt mehr dem Bauzugdienst zuschreiben würde. Das ist so eine Farbe, die viele Logistikunternehmen haben, die dem Baugewerbe zuständig sind. Boah, hier schön. Städtex hinten dran. Städteexpress. Das ist ja genial. Schaut das schön aus. Ich glaube, das sind Wagen der Y-Gattung. Auf jeden Fall UIC-Wagen, glaube ich. Ich bin mir immer so unsicher, weil es auch so viele verschiedene Varianten bei der Deutschen Reichsbahn an Wagen gab. Aber ein besonders schönes Merkmal ist immer die Türanordnung. Dadurch kann man dann relativ eindeutig auch erkennen, ob das jetzt zum Beispiel Halberstädter sind, ob das Wagen vielleicht sind, ob das Bautzner sind, etc. Das sind ja so die großen Waggonwerke aus der DDR. So, wir gehen hier schon mal ins Bremsen über. Ein gelb blinkendes Licht bedeutet für uns Langsamfahrt erwarten mit 40 oder 60. Und jetzt auch dran denken, wir haben eine PZB. Wir müssen also jetzt wachsam drücken. Erstmal müssen wir unter die 70 runterbremsen. So, da vorne kommt ein Vorsignal Wiederholer. Das ist noch nicht das Hauptsignal. So, und da wir 40 oder 60 haben, machen wir das so, dass wir uns so leicht über den 40 einfinden mit der Geschwindigkeit, wenn die Bremse mal auslösen möchte. Jetzt, okay. Ja, der Bremszylinderdruck fällt dann immer abrupt ab. Wie gesagt, ist nur der Wiederholer. Die Entscheidung, ob 40 oder 60, es sind 40 dann für uns. Die fällt hier vorne. 60 dürften wir jetzt fahren, wenn hier ein gelber Lichtbalken nach unten drunter wäre. 40 nur deswegen, weil wir hier ein gelbes Lämpchen haben, was alleine unten drunter leuchtet. Und oben gibt es dann wieder die Vorsignalisierung, 40 oder 60 zu erwarten. Ich tendiere hier aber mal zu 40. Beziehungsweise wir dürfen ja sowieso nicht schneller fahren, weil uns eben aktuell diese Geschwindigkeit auferlegt worden ist. So, und hier drüben geht es jetzt wirklich so ein bisschen ins Eisenbahnparadies. Das ist einfach Eisenbahnmuseum pur. Also Eisenbahnhistorie, wie man sie vielleicht schon lange nicht mehr gesehen hat. Zwei Trommeln, 155 und eine kleine V60 106. Also Baureihe 106 V60. Und das ist wieder die Variante von der Pressnitztalbahn. Also es ist genau die Variante, wie sie auch bei der Deutschen Reichsbahn so umhergefahren ist. Sehr, sehr, sehr schön wirklich. Hier Mitteleinstiegswagen. In dem helleren DB-Grün wollte ich schon sagen. Im Reichsbahngrün. So, ist das... Ach ja, das ist KB Frachten schon. Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Sind wir schon in Königsberg? Ja, wahrscheinlich. KB Königsberg. Liegt nah. So, oder... Oh, hier drüben geht es schon wieder richtig schön weiter. Also für alle Eisenbahnhistoriker bzw. Liebhaber der alten Eisenbahn ist das natürlich, glaube ich, das richtige Szenario. Und da auch auf jeden Fall an den Streckenersteller, an den Oberheizer, beste Grüße. Eine wirklich gelungene und tolle Strecke von dem, was ich hier schon gesehen habe. Das hat mich sehr überzeugt. Und natürlich auch all diejenigen, die da mitgebaut und mitgewirkt haben. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Das Szenario hat echt viel Spaß gemacht. Ja, vielleicht noch in dem Bahnhof von vorhin, in Bad Lobenstein, vielleicht dann noch Pfeiftafeln aufstellen, aber
Ich sag's mal so, bei der Deutschen Reichsbahn, da gab's auch Signalstandorte oder Signale, die dann da eben vielleicht nicht oder nur teilweise, wenn überhaupt, aufgestellt waren. Also siehst schon an der Formulierung, bei der Deutschen Reichsbahn war doch die ein oder andere Signalisierung sehr locker. Also ich kenne auch Beispiele von Vorsignaltafeln, die noch an einer Schraube irgendwo hingen oder an einer Niete, die jedes Mal hin und her gewedelt haben, wenn ein Zug dran vorbeigefahren ist. Ja, das sind alles so Sachen, die man vor allem von Kollegen erfährt, die zu diesen Zeiten auf der Schiene schon unterwegs gewesen sind. Beziehungsweise eben, ja, von Eisenbahnhistorikern. Also allgemein halt, ja, Menschen, die sich mit der Bahn damals schon auseinandergesetzt haben. Und ja, mir war es auf jeden Fall eine Ehre, auf dieser schönen Strecke heute eine Runde zu drehen. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Also das ist ein Szenario, was ich am liebsten gleich wieder spielen würde. Oder beziehungsweise, ja, es war einfach eine richtig schöne Strecke. Es hat wirklich Spaß gemacht. Tolle Bahnhöfe, tolle Ausgestaltung. Einfach der Flair, der Charme, der hier rüberkommt mit der Strecke, das ist schon wirklich toll. Und ich muss sagen, für all diejenigen, die sich weitere Videos von der Strecke wünschen, schreibt es gerne unten in die Kommentare. So oder so, da werden noch ein paar Videos dazu kommen, weil ich mag die Strecke einfach total. Die hat mich jetzt völlig gecatcht. Und ja, wir machen jetzt erstmal Kaffeepause. Und in dem Sinne würde ich sagen, allseits gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.